Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Es ist Bastelsonntag, 17 Uhr und wir legen los. Heute zeige ich euch wieder mal ein Set, aber kein Standard Step-in-Up Set, sondern heute ein Paper Pumpkin und zwar ein besonderes. Das sieht schön aus. Paper Pumpkin, wer das von Step-in-Up noch nicht kennt, ist ein Abo-Modell in den USA, in Deutschland noch nicht, aber wenn es besondere schöne Sachen gibt, dann werden diese übersetzt und es gibt dann auch eine deutsche Variante. Dieses Paper Pumpkin Set heißt, ich schaue gerade mal, Grüße in Color. Und das beinhaltet auch ein paar schöne Sachen. Ich muss gerade mal gucken, ich sehe gerade, das Licht blendet echt arg. So, ich denke mal, jetzt ist es ein bisschen besser. So, dann gucken wir mal, was ist alles drin. Zum Preis, dieses Paper Pumpkin kostet 26 Euro, hat aber eine ganze Menge tolle Sachen. Und wer schon einen Katalog hat, hier ist nochmal so ein Einleger dabei, da steht drin, was dazu passt. Das ist jetzt aufgelegt auf das besondere Designerpapier Tintenkunst. Findet man im Hauptkatalog. Und dann schauen wir mal. So, das ist dann hier immer so schön in Papier eingepackt. Wir haben hier zwei Stampin' Spots drin. Einmal in Hummelgelb und einmal in Lodengrün. Aber ich glaube, die habe ich auch anders noch da. So, dann haben wir hier Stempel. Ein Hinweis, bei diesen Paper Pumpkins sind keine Blöcke dabei. Wenn ihr aber ein anderes Set schon mal gekauft habt, dann könnt ihr diesen Stempelblock nehmen, der in diesen anderen Bastelsets mit dabei ist. Ja, dann haben wir hier Stempel. Was ist denn dabei? Ein Danke, Blumen, dann ein Spruch, du bist ein Schatz, dann fühl dich umarmt, Glückwunsch für alles und so ein paar Blumenziehelemente. Ich bin mal gespannt, was man daraus macht. Also das sind die Stempel. Ich wurde neulich gefragt, ja, die Stempel, wo kann man die aufbewahren? Es gibt von Stampin' Up so Höhlen, sieht aus wie eine DVD-Hülle. Ich zeige euch das mal. Ich teste nämlich gerade hier diesen Reinigungsprofi. Wer meine Videos schon gesehen hat, der weiß ja, ich nehme eigentlich diese andere Stempelreinigungsbox, diese Stempelreinigungskiste und jetzt nutze ich dieses Reinigungsprofi. Und in diesen ja, neutralen Boxen, da kann man sie dann aufbewahren. Da kann ich auch ruhig mal ein Video zu machen, wenn ich die mache. So, also das sind die Stempel, die da drin sind. Dann haben wir hier ausnahmsweise noch nicht ausgepackt, ehrlich gesagt. So ist es dann eingeschweißt. Und auch hier, die Box kann man für irgendwas verwenden, indem wir die fertigen Karten reinlegen. Und dann weiß man immer so, ah, in welchem Stil ist da was drin. Machen wir mal an die Seite. So. So sieht das Ganze aus. Dann machen wir es uns auch mal auf. Ich hole mir gerade mal noch ein Messerchen. So. Dann machen wir das Ganze vorsichtig auf, ohne was kaputt zu machen und gucken, was da drin ist. Ich weiß es nämlich selber nicht, ich habe noch nicht geguckt. So. Also, wir haben dabei so ein Beutelchen. Oh, schaut mal, das ist so Pailletten, Dimensionals, ein bisschen Garn, Klebepunkte und dann Umschläge. Die Umschläge könnt ihr natürlich auch gestalten, wie ihr wollt. Mache ich aber hier in den Videos nicht, weil ich möchte ja euch zeigen, wenn man noch wie was damit gemacht hat, wie lange dauert das. Also wir haben hier kleine und größere Umschläge, also es gibt zwei verschiedene Kartensorten. Dann haben wir hier zum Dekorieren wahrscheinlich, hier nochmal so Schildchen zum Bestempeln. Oh, das ist schön, guck mal hier, das ist so, ja, so ein Transparentpapier mit so Blümchen drauf oder mit so Ästen und Blättern. Dann, oh, das sieht nach Kartenrolling aus. Ah, die sind ja immer cool, oder? Also, ich finde das cool. Haben wir drei Stück.
Dann haben wir hier auch noch mal verschiedene Zierelemente zum Ausdrücken. So, dann haben wir hier nochmal so drei Kartenelemente, Rohlinge, ein paar Schilder. Und hier haben wir nochmal Karten, so ein schönes Gelb. Oh, dann haben wir hier auch nochmal so ein Danke und so Elemente. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? So. So in so verschiedene Sprachen, die man dann einbauen kann. So. Und dann haben wir hier noch eine Anleitung. Oh, das, guck mal, das kennen wir ja schon so aus den anderen Sets. Hier sind so verschiedene Projekte. Hier sind es, so wie es aussieht, drei verschiedene Varianten, die man machen kann. Und ich würde sagen, wir basteln doch mal eins daraus, damit man mal gleich weiß, okay, wie schnell kann man da was machen. So, dann schauen wir mal. Wir haben ja immer eins oder zwei, dann würde ich doch spontan mal sagen, nehmen wir heute das Projekt Nummer 3. Hm? So. Und wer mich kennt, weiß ja auch schon, dass ich mir immer schön alles erst zusammenrichte und dann legen wir los. Also, ich schaue jetzt mal, was wir brauchen und dann legen wir los. Also, bis gleich. So, also und zwar brauchen wir hier, wie man hier so schön sieht, einmal die gelbe Karte, dann brauchen wir hier schon mal so einen Aufleger, dann brauchen wir die Klebepunkte, dann brauchen wir hier diese Zierelemente und wir brauchen auch gleich das Band. Die Dimensionals, Deko, Stempel. Perfekt. So, dann brauchen wir hier noch so ein Schildchen. Ich denke mal, das ist so eins. So. Und wie ihr seht, gell, ich habe es noch nicht vorgebastelt. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich bastel das direkt hier live mit euch zusammen. So. Dann starten wir mal. Wir haben hier den Kartenrohling. Den falten wir einmal zusammen. So, dann hier auf dem Bild könnt ihr das sehen. Also wir sind jetzt gerade hier im ersten Schritt. Das heißt, das Tolle bei den Anleitungen, es steht genau drin, wo soll man ungefähr was kleben. Ich nehme jetzt hier meinen Aufhebhelfer, das ist natürlich auch im Set nicht dabei, zur Hilfe. So, das Ganze soll so da drauf. Und da brauchen wir 4 Klebepunkte. Also so die Bastelsets finde ich echt praktisch. Ich werde auch noch Videos zu anderen Dingen machen, ne? Also keine Angst. Aber erstmal so zum Einstieg und ich habe ja auch erst angefangen, sind erstmal so die kleinen Sachen. Also ich habe jetzt mal so grob die 4 Klebepunkte positioniert. Jetzt soll das Ganze natürlich auch aufgeklebt werden. Dann, und hier finde ich den Aufhebhelfer so praktisch, denn hier kann man schön drunter gehen und dann diese Trägerfolie abmachen. So. Dieser Aufhebhelfer ist ein tolles Multitool, ne? Also da gibt es mehrere Aufsätze, also echt klasse. Also das ist eins meiner Lieblingswerkzeuge schon geworden innerhalb der kurzen Zeit. Und wer mich von Anfang an verfolgt, hat ja schon mitgekriegt. Ich benutze das eigentlich immer und immer wieder. So, jetzt haben wir das Ganze. Jetzt soll das so ungefähr mittig aufgeklebt werden. Zumindest, ich gebe mir Mühe, aber das sieht soweit gut aus. So, dann kleben wir das auf.
Und jetzt haben wir, so wie auf dem Bildchen, schon mal fertig. Und jetzt kommen die anderen Elemente. Und auch hier im zweiten Schritt, das fand ich hier auch praktisch. Also ihr seid wahrscheinlich beim Nachbasteln ein bisschen schneller. Ich mache hier mal Pausen und zeige euch das hier. Guck mal, hier steht ganz genau, welches Element war, wo muss man einen Klebepunkt setzen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das am Ende so aussieht, wie es aussehen soll. Bis jetzt hatte ich ja immer Glück. Und wenn es nicht ganz so ausgesehen hat, war es meistens meine Schuld, weil ich irgendwas übersehen habe oder nochmal ändern musste. Aber ich muss sagen, mich würde mal interessieren, kennt ihr von anderen Herstellern vielleicht auch noch Bastelsets und sind da auch die Anleitungen einfach oder eher schwierig? Oder also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde mich da echt freuen, mal so ein Feedback zu haben von anderen Herstellern, ob es da auch was gibt. Ich habe mit Stampin' Up! Angefangen und muss sagen, ich finde es echt klasse. Und ich bin bei Stampin' Up! Nicht wegen den Sets eingestiegen, sondern mein Grund war eigentlich, ich wollte so ein bisschen was Besonderes haben und ich habe nirgendwo sowas gesehen. So auf die Art und Weise, was mir auch gefallen hat. Das ist ja immer so, es muss einem auch gefallen. So, wir brauchen da alle drei Elemente. Gott. Und ja, und dann habe ich gedacht, naja, anstatt nur so ein bisschen zu machen, kann man ja mal mehr machen. Und habe ich gedacht, probiere ich mal so Bastelsets aus. Weil ich habe dann gemerkt, auch wenn es immer alles einfach aussieht, man braucht schon manchmal so ein Auge für etwas. Ne? Sachen, die mir vorher gar nicht so gefallen haben, jetzt im Nachhinein, jetzt wenn man so ein künstlerisches Auge entwickelt, ja, dann gefallen einem auch manchmal Dinge, die einem ursprünglich gar nicht so gefallen haben. Also schon interessant, wie sich das alles so entwickelt. So. So, jetzt habe ich so alle drei Elemente und es kommt überall so ziemlich in die Mitte so ein Klebepunkt. So, jetzt muss ich mir das mal so grob hinlegen, wie das hier sein soll. Laut der Anleitung. Ist aber ein bisschen schwierig, gibt es da schon wieder. Also ich sehe schon, es ist schon wieder so ein bisschen. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Fehler in der Anleitung, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar bei diesem Element. Das kann ich so gar nicht hinlegen, weil dann ist es falsch rum. Aber das ist, ich würde mal sagen, spontan eine Kleinigkeit. Gut, jetzt machen wir mal die Klebepunkte drauf. Wir kriegen das trotzdem hin. Keine Panik. So, dann. Ah, ich sehe gerade, beim ersten ist auch so ein. Außer. Ich habe noch eine Idee. Dass es vielleicht tatsächlich doch kein Fehler ist. Ich probiere es jetzt mal aus. Weil das könnte natürlich auch sein, dass man das anders aufeinander klebt. Also statt alles. Auf der Rückseite, also so wie ich dachte. So, das vielleicht tatsächlich nur auf dem. So, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen, was ich da gemacht habe. Ich hole euch mal ganz kurz etwas näher ran. Zumindest versuche ich es jetzt gerade mal. So im Blindflug ist das echt schwierig. So. Also, ich habe gedacht, dieser Klebepunkt kommt vielleicht auf die andere Seite, aber
Anscheinend nicht. Das heißt, jetzt gucken wir mal. So. Jetzt machen wir das mal so hier drauf. Und es wird sehr interessant. Weil hier ist tatsächlich eine Anleitung, da steige ich nicht so ganz durch. Ich löse das mal vorsichtig wieder. So, also gehen wir davon aus, dass es jetzt oben. Wir haben hier unten. Da brauche ich noch mal einen Klebepunkt. So, ich hoffe, ihr könnt sehen. So. Aber zum Glück teste ich das für euch aus. So, kommt hier ein Punkt drauf. Dann das hier runter. So ist es halt, ne? Wenn man das erste Mal sowas ausprobiert. So, jetzt sieht es schon mal so aus. Naja. Also wenn man sich das mal hier so auf den Bild anguckt. Ja. Kommt so fast hin. Gut. Aber das ist jetzt einfach mal so gemacht. Na, also könnt ihr mal ausprobieren. Vielleicht, wenn ihr das Set auch habt und nachbasteln, vielleicht findet ihr so ein bisschen, wo ich meinen Deko-Fehler habe. So. Was hier jetzt zum Beispiel für mich nicht ersichtlich ist, wie ich das jetzt natürlich auf die Karte bekomme. Ich habe jetzt einfach einen Klebepunkt genommen und ich platziere das da jetzt mal einfach drauf, ungefähr mittig. So, dass es irgendwie passt. So. Aber auch hier das irgendwie mittig ist auch interessant. Aber gut. Also, vielleicht könnt ihr schon sehen. Ich mache euch mal wieder ein Stück zurück. So. Also, das ist meine Karte. Und das ist die auf der Abbildung.
Sieht ein bisschen anders aus, aber gut. Weiter geht's. Und das ist das Interessante. Also so von den Anleitungen kommt man da immer echt gut zurecht, aber irgendwie scheint die etwas mysteriös zu sein. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich da falsch gemacht habe. Und ich glaube, das werde ich jetzt so schnell auch nicht rauskriegen. Aber egal, wir machen weiter. So an sich ist ja die ganze Angelegenheit ganz schick. So, jetzt brauchen wir natürlich nochmal einen Klebepunkt. Denn jetzt brauchen wir natürlich nochmal ein bisschen Schnur. Da soll so ein Schleifchen dran. Es stehen da auch Maße drin, aber manchmal hauen die auch nicht so ganz hin. Also 30 cm, sowas Großes. Ich denke auch von Länge, das was ich so habe, wird reichen. So. So, ich nehme jetzt mal hier so ein Stückchen. Daraus mache ich jetzt mal einfach einfach so leicht gesagt, ich und so Dekoschleifen. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, irgendwie komme ich da noch nicht so. Ich mache irgendwie immer noch so diese typische Schleife für Schuhe. Aber ich bin ja auch noch nicht perfekt. Ich habe erst angefangen. Wenn ihr Ideen oder Tipps für mich habt, gerne. Ich lerne immer wieder gern dazu. Vielleicht hätte ich es doch ein bisschen länger machen sollen, aber nee, ich glaube, ich hab's. So. Kleines Schleifchen. Das mache ich vielleicht doch noch mal ein bisschen größer, die Schlaufe. So, jetzt löse ich hier den Klebepunkt noch ab. Tschakka. So. Mach da mein Schleifchen drauf. Also ich klebe jetzt hier den Knoten sozusagen fest. So. So. Schleife haben wir. Und jetzt geht's ans Stempeln. So, wir sollen was stempeln in Gelb. Dann gucken wir mal, was passt denn da drauf. Ach, was haben wir denn? Du bist ein Schatz, passt nicht drauf. Fühl dich umarmt, das passt nicht. Ein Glückwunsch, Glückwunsch. Glückwunsch, glaube ich, passt da echt ganz gut. So, jetzt wo habe ich meinen Stempelblock da? So, also das ist mein Kärtchen, aber jetzt stempel ich gerade. So. Also hier ist mein Glückwunschstempel. So. Ich nehme jetzt doch mal diesen Spot. Gerade für so kleinere Stempel ist der doch ganz praktisch. So. Und jetzt tupfe ich da meinen Stempel.
mit dem Hummelgelb. Hummelgelb ist auch eine sehr schöne Stempelfarbe, muss ich echt sagen. Also finde ich echt gut. Und ich sehe gerade, mein Glückwunsch ist ein bisschen schief. So. Also dann kommt da mein Glückwunsch drauf. So. Und jetzt teste ich gerade hier mal den Reinigungsprofi von Stemner. Da soll man einfach gut ich bin überrascht, der Stempel ist sauber. Cool. Also wenn ihr gerade seht, ne, also ich habe jetzt hier mal so reingestempelt in diesen Reinigungsprofi. Und tatsächlich, der hat die Farbe aufgenommen. Und der Stempel ist sauber. Und ich bin ja immer gewohnt, so hier zu schrubben über die Schrubberkiste. Aber ich werde weiter testen und meinen Reinigungsprofi kann man auch waschen. Ich bin mal gespannt. So, jetzt haben wir das Glückwunsch. Und das Ganze soll jetzt natürlich mit Dimensionals auch schön festgemacht werden. So. Und zwar mit zwei Stück. Ach, ich bin ganz aus dem Bild raus. Also hier, jetzt sollen zwei Stück hin. Ich hätte persönlich, also meine Erfahrung jetzt mit anderen Projekten, die ich schon gebastelt habe, ich persönlich würde noch ein drittes in die Mitte machen, aber ich habe ja gesagt, ich bastle jetzt nach der Anleitung. Also nehme ich da auch zwei. Und dann mache ich das da runter und dann soll das so hier so mittig. Ah ja. Das ist ein bisschen mit drin. Also, so wäre die Karte. Ah, nee, da fehlt noch was. Ach! Ach, Gottchen. Und zwar sollen da noch von den Steinchen, da, oder von diesen Pailletten noch welche drauf. Gucken wir mal. Und zwar oben sollen da noch zwei Stück. So. Unten noch eine. Da ins Eck. Hier noch eine. Und dann machen wir da oben noch einen. Dann haben wir die vier drauf. Also so sieht jetzt meine Karte aus. So, vom Zeitaufwand fand ich jetzt nicht so extrem mit der Anleitung. Irgendwie bin ich da heute nicht so gut mit zurechtgekommen, was die Blumenelemente angeht. Ihr könnt natürlich jetzt noch hier Sachen reinstempeln. Und ja, dann habt ihr eine schöne Karte zu einem Geburtstag oder wenn jemand gerade in Rente geht, sich einen Abschied hat oder so. Also ich finde, das ist es. Von den Elementen kann man schön was machen. Sieht ganz schick aus. Vielleicht, was mir gerade einfällt, was ich hätte machen können, wäre tatsächlich diese einzelnen Elemente schon auf der Karte so platzieren, wie sie hingehören. Dann wäre es vielleicht detailgetreuer, keine Ahnung. Kann man ja mal ausprobieren. Aber ich finde an sich ist es eine sehr schöne, zügige Karte in diesem Set. Dann kann man, wie gesagt, noch hier den Umschlag gestalten. Ich muss gucken, dass ich hier die richtige Größe habe. Hier ist so ein großer gehört denn dazu. Und dann hat man schon eine schöne selbstgemachte Karte. Ja, das war das Paper Pumpkin Set. Ich habe ein Projekt gebastelt. Wenn ihr auch so ein Paper Pumpkin Set haben wollt, schreibt mich einfach privat an hier auf YouTube oder auf Instagram und dann werden wir uns schon einig, wie ihr an so ein tolles Set kommt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächsten Sonntag, 17 Uhr. Da schaue ich mal, ob ich euch nochmal ein Set zeige oder ob ich mal was ganz anderes mache. Lasst euch überraschen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Bastelflo. Ciao.